Warum? Tschüss, die Moinsen, meine Lieben, und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von Wir Reacten. Und zwar reacten heute mal wieder mal auf die zwei Jungs von Gewitter im Kopf. Ich mag die zwei Typen und es ist einfach nur megamäßig lustig, was die jedes Mal aufführen. Also reacten wir heute mal ein bisschen. Wir schauen uns nämlich heute mal an. Wir haben uns das letzte Mal hier angeschaut, wie Jans Mutter sie ins Wasser getaucht hat. Und heute passiert das Ganze mal umgekehrt. Heute ist nämlich Tims Mutter dran. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt, was Tim da so raushauen wird aus seiner Jugend. Also, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich würde mal sagen, lasst uns loslegen. Abonniert gerne mal den Channel kostenlos für mehr Videos. Und aktiviert natürlich auch gerne die Glocke, dass nichts mehr passt. Für heute war es das mal. Nein, Blödsinn. Jetzt geht's erstmal los. Und wie gesagt, das originale Video ist wie immer unten in der Beschreibung. Und los geht's. Ey! Und los! Okay, los geht's. Aber wir haben noch nicht mal angefangen zu drehen. Was hast du gesagt? Alles voll. Sieh aus wie ein Malermeister. Du siehst aus wie ein Mann. Und der Muskel wird gedehnt. Digga, das ist zu viel. Ja, du darfst aber den Kopf nicht so viel bewegen. Ja, passt gar nicht mehr so. Ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, es sieht halt aus, als ob die Haarfarbe nicht passt. Also okay. Aber ja. Ich finde, die Haarfarbe steht ihn und hat gesagt, sie ist wie seine Mutter. So. Diesmal mit einem besonderen Gast, den ihr bislang noch gar nicht kennt. Tina Tequila im Original. Ja. Und zwar ist heute Tims Mutter noch mit dabei. Tina Tequila. Da freuen wir uns sehr drüber, dass du mitmachst. Ja, danke schön. Ja. Hier spricht wieder eure Gefahr für die Allgemeinheit. Oh mein Gott, Wespe. Oh mein Gott, die wird dich töten. Ich habe Angst vor Wespen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt wer würde eher. So ähnlich wie wir das mit deiner Mutter eigentlich schon gespielt haben. Jetzt wird die nächste durchgenommen. Nur, dass dieses Mal du hinter uns stehst. Und Jan und ich haben euch nach wer würde eher Fragen gefragt. Und wer die. Und das wird dann so aussehen. Aber es war ja nur mit der Nasenspitze drin. Alter, das ist. Was? Was? Die werden wir abwechselnd vorlesen und du musst dann entscheiden, von wem du kennst dich auch ziemlich gut, muss man sagen, weil meine Mutter war auch vor allem. Ich bin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Vor allem am Anfang von der ganzen YouTube-Zeit sehr viel mit uns unterwegs und so, ne? Das stimmt. Und deswegen wird sie dann entscheiden, wer von uns beiden etwas machen würde oder eben nicht. Und dann. Ich schlage Leuten den Schädel mit Feuerlöschern ein. Der Landkreis Klever hat das gut durchblickt. Wir wünschen euch auf jeden Fall immer, wie immer sehr viel Spaß. Deutsche Jungs, die eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. Auch bekannt als Gewitter. Was willst du da? Willst du anfangen oder soll ich anfangen mit Vorlesen? Ich bin gespannt, ob da Sachen dabei rauskommen, die du noch nicht weißt. Man weiß es noch nicht. Wer würde eher um 13 Uhr total alkoholisiert sein? Ja. Ich hab's sogar schon von mir ausgenommen. Alles voll! Du hast dich einfach selber reingeschüttet. Aber ja, das könnte sein. Ja, habe ich sofort an Jan gedacht. Jetzt hab ich Haarspray im Mund. Danke, Tina Tequila. Du hast dich selber reingetaucht. Ich hab überhaupt keinen Happy. Du hast Haarspray. Mein eigenes Haarspray. So. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Echt? Warum ich nicht? Glaube, warum nicht? Weil der Jan alles ist. Weil der dumm ist. Und weil der Jan nicht. Trotz Schwerbehinderung lebe ich länger. Ich glaube, der ist ein bisschen härter in manchen Sachen. Ich hätte auch in der Baracke einen Also auch was. Echt, der Geschäft, es geht schon wieder ab. Es geht schon wieder ab. Wenn es Epilepsie gibt er irgendwann um. Ja, die nimmt ja dann mit. Und dann stehe ich irgendwann wieder auf. Nein. Die wieder auf. Ja, ich mache im Dschungel eine ketogene Diät. Mit Medikament. Auch ohne. Wer würde eher Tequila trinken? Ja, ich wollte dich rein tun. Und das sollte ich lassen. Beim letzten Mal alles voll gekotzt. Alles voll. Du, ne? Ja, und der Hauseingang. Okay. Wer würde eher den Flug verschlafen? Boah, du machst das so gemeint. Boah, die dunkle war ganz schön tief. Ja, das ist passiert. Und du bist so ein Langschläfer und du machst den Wecker einfach aus und schläfst weiter. Und ich kann dich wecken. Das stimmt aber. Ich hab dich früher geweckt und du hast gesagt, ich bin wach. Und dann hast du einfach weiter geschlafen und wusstest überhaupt nicht, dass ach, also Lügen tun wir hier auch noch. Ich würde niemals lügen. Ja, der Tim hat nämlich einen Flug nach Berlin verpasst, als er da einen Drehtag. Ich bin aber immer noch fest davon überzeugt, dass ich die ganze Zeit wach war. Ich war ja zu dem Zeitpunkt bereits in Berlin und ich habe mich auf dem Weg zum Drehort gemacht. Da kriege ich so eine Nachricht von Tim, ich habe leider den Flug verpasst. Okay. Stimmt, du warst ja schon da. Ja. Oh mein Gott. Wer würde eher nackt einkaufen gehen?
Die hat das Zeug in der Hose. Warum ich? Weil du eigentlich auch da so keine Hemmung Warum? Hast. Ihr beide eigentlich Nein, nicht, glaube ich. Sogar. Ihr seid beide da. Glaube ich, ganz locker. Habe ich doch recht, oder? Würde ich das jetzt stören? Wer würde eher ins Gefängnis kommen? Ich würde Jan sagen. Ich auch. Ich würde auch Jan sagen. Aber nur wegen Gisela, wegen den Ticks. Ja, das stimmt. Glaube ich, dass irgendwie, also jetzt nicht... Ich missverständnismäßig. Genau, als Missverständnis. Ich warte nur auf den Tag, bis es passiert. Bisher war nur die Psychiatrie drin. Das ist das erste Mal Terrorland in Nordkorea, gar kein Bock. Wer würde eher in einem Posten mitspielen? Ich glaube keiner. Ich bin zu für dich. Also ich glaube keiner. Das macht Tina Tequila lieber selber. Also ich glaube, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Nein. Du wurdest in einem Porno gezeugt. Und ich bei einem Dreier. Ach, nee. Sind denn da noch die Lampen alle an? Ja, ich hab die Lampen ja alle an. Wer würde eher auf einem Spielauto durch einen Drive-In-Schalter fahren? Warum ich? Doch, das glaube ich. Auf so einem Bobbycar könnte ich das sehr gut fahren. Boah, das würde ich sogar wirklich machen. So. Du fährst mich auf dem Bobbycar nach Belgien. Zu zweit auf einem Bobbycar, wie soll das denn funktionieren? Aber es gibt doch auch welche mit Anhänger. Kannst du einen in den Anhänger reinsetzen? Elektromotor. Dann fahren wir auf der Autobahn nicht auf der Überholspur. Wer würde sich eher bei RTL bewerben, um Punkt 12 Moderator zu werden? Also ich meine, das Bewerbungsgespräch... Nee, das war ja sogar. Schon? Ich habe mich bislang da nur beworben für eine Reality-Show. Das haben sie gut gemacht. Die andere Kollegin wohnt ja da oben. Hallo Birgit! Da würde er ein One-Hand-Stand im Bootshaus haben. Nein, da würde ich sagen, keinen. Sie ist Augenzeugin von der Roten. Ganz genau. Da war nichts. So, wir mussten eine kleine Unterbrechung machen, weil ihr ein bisschen viel überfordert wurde. Alles war voll. Hier war gerade alles voll. Alles voll. Ein Special Effekt, kommt das bei dir noch rein? Bah! Nein! Bah! Bah! Da sind Zigarettenkippen drin. Ah. Mach das bei dir doch rein. Okay. Soll ich dir was erzählen? Der hat ins Hotel gepisst im Waschbecken. Das stimmt nicht. Das stimmt. Warum nimmst in die Deutsche Bahn. Warum nimmst du die Story jetzt vorweg? In der Deutschen Bahn? Ja klar, aber auf der Toilette in der Deutschen Bahn. Nee, im Waschbecken. Nein, das stimmt. Du dreckige Sau. Ich würde das... Warum? Nein, das machst du nicht. Nein, das Waschbecken, das Waschbecken. Wer würde eher Sachen im Ofen verbrennen lassen, weil man ans Handy gegangen ist oder es verschlafen hat, einfach die Zeit vergessen hat? Na. Ach so. Ja. Ach, du auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich meine, das ist sogar schon passiert, oder? Ja. Ja, da waren meine Eltern im Urlaub und ich bin irgendwie abends vom Feiern nach Hause gekommen und habe mich aufs Sofa gesetzt und habe mir noch ein Kräuterbaguette reingehauen in den Ofen. Und ja, auf einmal werde ich wach, weil es klingelt und ich gehe so zur Tür und überall ist der Feueralarm auf einmal an und ich sag so, hä, was geht ab? Und da standen da die Nachbarn, die meinten, brennt hier die Küche oder brennt hier die Wohnung? Und ich so, hä, warum? Dann habe ich nur gesehen, dass aus der Küche so richtig viel Qualm rauskam. Du hast einfach gesagt, es ist nichts passiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, Kopfkino. Wer würde eher auf Malle eine Gesangskarriere starten? Ich hab noch nicht mal ausgeredet. Du, auf jeden Fall. Ja, wird auf Malle anderweitig durchstarten. Ja, der Jan, der würde unten stehen und würde klatschen. Ne? Beate! Dann würde er das Gesetz brechen. Das heißt ja schon, wenn du zu schnell fährst, hast du schon das Gesetz gebrochen. Ich freue uns beide um! Das waren nicht meine Worte. Ja, natürlich. Wer würde eher mit Tequila Tina ihren Tequila trinken? Willst du eigentlich erzählen, wie die Story entsteht? Wieso heißt die Tequila? Soll ich dir erzählen? Tina, keine Ahnung. Ja. Ich verstehe es nicht ganz. Voll. Hat alles voll, stimmt ja. Warum ist das so finster? Voll gekotzt mit deiner Tequila-Kotze. Ach, woher wie willst denn du das wissen? Ich weiß das. Ach, das ist ja nur ausgedacht. Du warst ja gar nicht dabei. Gestern. Ja, bei dir. Aber auf deinem 21. Geburtstag haben wir nur viel Tequila getrunken. Und deswegen Tequila, Tina, weil du mit dem Tequila angekommen bist. Ganz genau. Und weil ich alle zum Tequila-Trinken animiert habe. Ja, okay. Und auch die trinken mussten, die gar Mama, nicht wollten. Mama, ich mag so kein Tequila. Du trinkst das jetzt. Genau. Mama, nein. Du trinkst das. Das war übrigens der Geburtstag, wo ihr das Video gesehen habt, wo Mo und Cengiz den Jan überrascht haben. Wo Torres vielleicht hat, kennt der ein oder andere. Falls ich denn das geschissen bekommt, ist es sogar gerade hier unten verlinkt. Ich glaube nicht. Du kleine Scheißwurst. Wer würde sich eher... Nach dem Tequila letztes Jahr brauchte sie nämlich eine Schubkarre. Mitlaufen war da nichts mehr. Am nächsten doch Tag gar auch nicht. Dabei. Ich war die ganze Zeit am Start. Da ging nichts mehr. Das Auto war voll, der Hausflur war voll, alles voll, die Straße ja, voll. Ja, Gisela weiß das. Ja, der Eimer, alles voll. Auch der Eimer, was für ein Eimer. Ja. Wer würde eher vom Pferd fallen? Aua! Der Tim ist früher geritten als der Kleine. Echt, du heilige Scheiße. Er ist doch immer noch auf Pferden reiten kannst. Mit roten Pferden. Die reitet der Tim. Warum hast du das denn so komisch betont?
Ich? Naja, ich bin ja nicht von gestern, ne? Du bist aus der Vorkriegszeit. So siehst du auch aus. Dankeschön. Gerne. Leute, wir holen mal kurz mit dem Abi. Ich muss ein Abi haben. Wissen wir ja, dass der Tim ein Abi hat. Das haben wir ja teuer gekauft, wie die Leute immer so schön sagen. 100.000 Euro auf den Tisch gelegt und dann hat der Tim sein Abi gehabt. Ja. Nein, Scherz. Du wärst mir die Haare geflogen. Ich versuch's so bei jedem Leisten. Ehre genommen. Er hat mit Bravour eins gemacht, mit viel Lernen. Und gerade so knapp. Wer würde eher Revi dissen? Der Diss-Track kommt. Genau. Der kommt ich hab schon was gehört davon. Haben Sie doch schon noch, oder? Ich auch. Das Opfer also mit den Katzen. Und ich hasse. Wer würde sich eher mit den Tequila-Tinas treffen? Eigentlich du, ne? Ja, eigentlich ich natürlich, ne? Alles voll. Da hat die Hohlbirne dich reingedrückt. Ne? Wer würde eher freizügige Fotos machen, professionell? Ich bin ja aus dem Alter raus. Oh ja. Aber die wollte ich mir nicht vorstellen. Aber bei dir auch nicht, oh mein Gott. Alles klar, bei mir schon. Seitdem ich halt rote Haare habe. Ja, ich traue mich fast. Jetzt wird's gut, jetzt wird's gut, Alter. Ist das so? Einmal im Hilf. Bleibt ja in der Familie. Wie gefällt dir das Format so? Das Alter, das geht schon wieder richtig ab. Wer würde eher bei Mitten im Leben mitspielen? Ja, safe. Ich? Ich hab Mitten im Leben. Ich brauch da nicht mitspielen. Gott. Ich hab Mitten im Leben. Soll ich das jetzt als Front auf mich werden? Oh Gott. Wer würde jemandem ehrlich ins Gesicht sagen, dass er hässlich ist? Aber Gisela auch. Aber ja, ich meine, war ja auf gar ehrlicher so Basis. Ich sag das ja zu jedem. Habe ich dir eigentlich heute schon gesagt, dass ja, du hässlich aussiehst? Du hast mir das von Anfang an immer schon gesagt. Du hast alles Mögliche zu mir gesagt. Das siehst du noch viel schlimmer aus. Wer würde eher eine Schlägerei anfangen? Na, also nicht, dass meine Mutter sich jetzt schlagen würde oder so, aber du lässt dir halt auch nichts gefallen. Nein. Ich guck mal, ob das vielleicht. Da kann ich jetzt sagen, wenn die nochmal ein Video mit dir sehen, wo du aber die ganze Zeit vor der Schüssel bist. Wie vor der Schüssel? Wie an meinem Geburtstag. Die ganze Nacht vor der Schüssel. Soll ich euch was erzählen? Ich bin auch schon mit dem Kopf in der Schüssel eingepennt. Und das war das Scheißloch. Sinne beenden wir gleich. Alles voll. Danke, dass du mal mitgemacht hast. Wer würde eher seinen Penis in der Öffentlichkeit zeigen? Ich weiß wer, aber ich das auch lösen wir jetzt nicht auf. Auf jeden Fall. Der wird schwierig bei dir. Ja, ja. Super. Der hat richtig, also ich sag mal, die ersten 8 Minuten waren Bombe und danach sehe ich so aus. Also wenn ihr nochmal Lust auf ein Video habt, wo du aber die ganze Zeit hier vor dem Ding bist, das wo war ich jetzt die ganze Zeit nass bin. Ja, aber eigentlich das war ja nur beim Ende. Mal machen wir das einfach mit dem Gartenschlauch. Würdest du nochmal mitmachen? Ja, ich glaube schon. Okay. War lustig. War lustig. Na. Auf jeden Fall, hat ihr auch Spaß gemacht? Ja. Ich hoffe, das war, dass euch dieses Video gefallen hat, Leute. Und dass wir uns in einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. War Spaß. Boom. Ciao. Und das war halt ziemlich unterhaltsam. Am Anfang dachte ich mir so, puh, das ist aber schon sehr langweilig heute. Und so zieht sich schon so ein bisschen. Aber, Chapeau, zum Schluss, da haben sie Starts. Gisela wieder mal richtig rausgehauen und Alter, da geht einfach nichts mehr, also wirklich, da ist es einfach vorbei und ja, gut, ich würde mal sagen, hoffentlich hat euch das heutige Video gefallen, lasst doch gerne ein Abo da unten, ein Daumen oben, vielen Dank schon mal im Vorhinein und schaut doch auch gerne mal unten in die Bio rein, da ist das Video verlinkt und ja, da ist auch unsere Playlist verlinkt, wie auch da oben rechts, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir reacten dann wieder am Samstag, also schaut da gerne vorbei. Bis dahin, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und ciao.